Hallo zusammen und willkommen. Wir haben wieder die Superelementarbeschwörung und den Wettstreit der Elemente. Und ihr seht, ich bin schon bei der letzten Etappe. Um euch kurz abzuholen, was ich bisher genutzt hatte. Im ersten Team war hier Nessus, Wacker, Ying, Grefle und Norill. Im zweiten Team waren Fatz, Gregorion, Bertilla, Eradil. Und ich glaube, Buddy hatte ich dabei. Im dritten Team waren Melindor, Hänsel, Zock, Telluria. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber ihr seht ja, was ich genutzt habe. Das vierte Team kann ich euch auf jeden Fall. Hey, wartet mal. Habe ich jetzt die Mist Grace? Ach, scheiß auf die Mist Grace, wir nehmen Frick mit. Die hatte ich gerade dabei. Hat mir gar nicht aufgefallen. Die ist auch nicht umgefallen. Ah. Im Team davor hatte ich. Kadilin, die dicke Grace, einen Almur. Elna Deha. Dazu. Ratatoska. So. Noch irgendwas, glaube ich. So, wo ist der meiste Schaden? Das ist schon gut verteilt. Und los geht's. Los geht's. Ihr seht, ich habe auch keine besonderen Items mit. Einfach in der Hoffnung, dass ich sie nicht brauche. Natürlich kann man hier auf Nummer sicher gehen und beispielsweise Stoppuhren oder Wirbelwinde einpacken. Was halt wichtig ist, ist um die Superelementarbeschwörung herumspielen. Wie macht man das jetzt am besten? Ich sehe einen Diamanten. Diamanten ist egal, von welcher Farbe, nehmt sie mit. Nehmt sie einfach mit. So, jetzt sichern wir uns mal ab. So ein bisschen. Die hauen nämlich ordentlich zu. Zack, zack, zack. Ach, wir machen die Herren einmal an. Ich traue dem Atomos nicht, ehrlich gesagt. Traue dem absolut nicht. So, jetzt machen wir die Drachenbombe, damit wir einen der Grünen bekommen. Und jetzt können wir dies oben aktivieren. Wie lange hält denn der Spaß noch? Ein Zug. Ja, da werden wir ihn mal jetzt nicht ins Nirvana schicken. Sondern erst jetzt. Sollte doch reichen, oder? Ja, das reicht. So, wie viel Grüne haben wir? Genug, wir haben über 10. Dann machen wir mal den, den, den. Drücken die Grünen. Machen das an. Machen wir das Elementarkurs wieder. Und schwuppsdiwupps sind wir in der nächsten Runde. Machen wir Frick gegen Frick. Ja, die Herrin vom See, die macht ja natürlich dann wieder einen Bombenjob. Das sollte hier eigentlich gar nichts auslösen. Wir haben die Chance oder wir sehen einen Diamanten. Zack. Machen hier mal was an. Das sollte dann für den rechts reichen, oder? Nee, reicht noch nicht. Jetzt wollen wir eigentlich nur zwei, aber wir machen es ja nur drei. So, zack, zack. Und jetzt nutzen wir das Chaos nicht. Doch, wir nutzen es. Ich hoffe, dass der Diamant nicht hoch hoppt. Ja, okay, jetzt ist alles Grüne weg.
Das ist der Nachteil. Und wir haben, wenn eine Kombi durch das Chaos entsteht, kriegen wir nichts angerechnet dafür. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen problematisch. Das Positive ist, dass wir die Herren am Start haben. Wir versuchen jetzt erstmal so viel Grün wie möglich, dass wir das Elementarchaos ready haben, bevor wir in die Bosswelle kommen. Er fällt eh um und er löst nicht aus. Er killt vielleicht mit Auto-Attacks 1, 2, 3 von den Herren-Minions. Aber das darf er dann auch. So, zack. Jetzt sind wir ein bisschen weitergekommen. Zack. Die können wir anmachen. Das andere behalten wir für uns. So, und jetzt fehlt nur noch ein Drilling. Den werden wir ja irgendwie zusammenbekommen. Aber ich habe das Gefühl, wir gehen schon vor dem Drilling in die nächste Phase. Nee, gehen wir nicht. Dann ist es gut. Sie können wir nochmal anschmeißen. Ich spiele jetzt nichts von dem Grünen. Zack. Jetzt rutschen wir rüber automatisch. Und haben auch ein bisschen Grün. Ich wollte gerade sagen, haben ein bisschen Grün, aber ein bisschen Grün ist schon wieder weg. So. Erstmal das. Dann aktivieren wir mal den Spaß. Und dann drücken wir auf Grün. Ja, Vorbereitung ist die halbe Miete. Das war die letzte Etappe von der Super-Elementar-Sache. Jetzt gucken wir uns noch die beiden neuen Helden an und dann machen wir auch noch Puls. Ja? So viel wie wir halt können. So, ja, labert halt, ihr beiden. Ihr werdet gleich noch vorgestellt. So, zack, Xandrella. Xandrella. Super Elementarfamilie, ist klar, die machen diese Kraftjuwelen, die pro Runde 20 Schaden machen und es können bis zu 5 Kraftjuwelen da sein. Und die können nur auf grünen Steinen entstehen. Also es kann sich kein gelber Stein in ein grünes Kraftjuwel verwandeln. So. Passive Fähigkeit. Achso, das ist das 100% mehr Schaden gegen das geschwächte Element der Truppen, also die Auto-Attacks. Und 10% weniger zusätzlichen Schaden von Truppen des stärkeren Elements. Das heißt, gegen sie ist mit Rot 10% weniger Schaden. Okay, ja, aber das ist halt super elementar, das ist halt Standard. Gucken wir uns mal die Werte an. Angriff und Defensivwert sind solide. Der Lebenspunktewert ist extrem hoch. Sie gehört zur Zaubererklasse, das ist ganz nice. Wenn sie mehrere Ziele trifft, noch nicer. Und jetzt gehen wir mal zum Special. Das ist mittelschnell. Verursacht 450% Schaden beim Ziel und allen Eisgegnern. Okay, das heißt, wenn irgendwo ein oder zwei Blaue in der gegnerischen Def stehen, trefft ihr die Blauen und ein Ziel, das ihr auswählt. Fügt dem Ziel und allen Eisgegnern automatisch 407 Schaden zu, wenn deren Mana voll ist und reduziert ihr Mana um 50% für 4 Züge. Okay, das ist, ich sag mal so, Hänsel und Gretel Spaß, aber halt auf alle, die getroffen wurden. Und das Ding hält 4 Züge und es macht 407 Schaden beim Auslösen. Das ist heftig. Gut. Speziell, wenn man überlegt, es spielen ja nach wie vor, also es kommt häufiger vor, dass irgendwo Farbdopplungen in der Def sind. Ja? Vollkommen normal, passiert. Manchmal stellt man das halt auf, beispielsweise Morell und Sobek oder zwei Alassis oder so. Wenn ihr dann einen Tank angreift und die Blauen getroffen werden, die drei lösen nicht mehr aus. Das könnt ihr euch mal sicher sein. Ist gut, dass die nur Mittel ist, ja. Und ja, dazu kommt jetzt noch, verändert die Stärke aller Naturschilder auf dem Feld, sodass sie mehr Mana geben. Das ist so das Knollfort Classic. Oder halt weniger Mana, wenn sie in der Def steht. Weniger Mana für den Angreifer.
ziemlich netter Held. Natürlich die Top-Leute, die werden jetzt wieder mosern. Aber der ist nur mittelschnell. Ich will nur schnelle Helden im Krieg einsetzen. Ja, aber wenn der schnell wäre, wäre der fucking overpowered, ja. Der ist so schon saustark. Speziell, ihr müsst halt euch eine gute Death raussuchen, wo vielleicht zwei blaue drinne sind. Dann trefft ihr drei mit diesem Special, was ordentlich Damage haut und was das Auslösen verhindert für vier Züge. Und das, wenn sie dann voll ist, ist das gewonnen. Und sie passt wunderbar in den Support-Stack in dem Moment. 3-2 oder 3-1-1 in dem kleinen Stack, nicht in dem Dreier-Stack, packt sie ein. Schick, schick. Starker Held. So. Jetzt kommen wir zu Rotz. Oder wo? Sie ist Waldläufer. Die Werte lassen es schon vermuten, sie ist ein wirklich auf Damage fokussierter Held. Bei Xandrella ist sie ist wirklich auf Support fokussierter Held und das sieht man auch an den Stats. Ja. Da haben die mal ein bisschen mitgedacht. Aber trotzdem hier auch trotzdem ziemlich tanky Ross. Schnell fügt dem Ziel 500% Schaden zu. Und jetzt kommt der Knaller. Wenn mindestens noch sechs Naturschilde auf dem Feld sind, wird dem Ziel und nahen Gegnern Schaden zugefügt. Das heißt, er trifft Dreie für 500%, wenn noch sechs Naturschilde da sind. Das ist absolut derbe. Und wenn man jetzt überlegt, bei 12 Naturschilden trifft sie alle. Überlegt einfach mal, die steht irgendwo in der Dev und ihr denkt nicht mit, sie löst aus. Da sind Naturschilde auf dem Feld. Die zerstört euch. Die zerstört euch einfach. Ihr seid nahezu gezwungen, gegen sie, so wie es früher mal gegen Frick war, mit Grün reinzugehen. Damit sie weniger macht. Ja? Ich könnte mir vorstellen, dass einige Top-Allianzen sie demnächst in der Dev platzieren, wenn genug Ross gezogen wurde. Innerhalb der Allianz. Offensiv ist natürlich klar, ein bisschen bordabhängig, aber selbst wenn sie geladen ist, kann man ja erstmal nicht grüne wegspielen. Wenn man nur vier oder fünf grüne Steine hat, spielt man irgendwo drei Steine, vielleicht kommen ein, zwei grüne und plötzlich trifft sie drei und das Ding ist durch. Das Ding ist einfach gewonnen, ja. Von daher. Das sind Helden, wo man nachdenken muss, wenn man die Specials auslöst. Das gefällt mir. Ich mag solche Helden. Werde ich jetzt hier ziehen? Ja, werde ich. A, weil die Kiste fast voll ist und ich genug habe für die Kiste. Und B, tja, weil es bei Grün halt ziemlich viele nette offensive Helden gibt. Also alles, was so hier drei Leute treffen ist und so. Ist bei Grün mega gut. Also drei Leute in Schnelltreffen. Eine Evelyn ist Hammer. Eine Elnadera ist Hammer. Eine Quenelle ist Hammer gut. Francine ist nett. Warte mal, ist die hier mit oder ohne Kostüm? Ohne. Nicht nett. Ja. Die Asiaten, die beiden, Guan Yu und Louis Bai. Also es gibt hier schon eine Menge Potenzial. Dann gibt es noch Leute, die brauchen einen Carlo. Den würde ich auch empfehlen, also für die Rush-Dev hier zu beschwören. So, da haben wir schon mal einen Asiaten, aber es sind nur drei Sterne. Und es kann Trainerhelden geben. Das ist natürlich auch noch gut zum Leveln. Hisan, der hat mir lange gefehlt. So, guck mal, was hier drin ist. 90 Embleme. Ja. Und Trommelwirbel, letzte Beschwörung. Natürlich, die Hexe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, bei euch läuft es besser. Ich meine, ich habe nicht viel beschworen, aber wünsche euch alles Gute. Haut rein, bis denn. Ciao, ciao.